In diesem Beitrag geht es um die globale Entwicklung für mindestens die nächsten 20 Jahre. Für die nächste Generation dürfte entscheidend sein, was George Friedman im Februar 2015 bei dem Chicago Council on Global Affairs öffentlich von sich gab. Das, was in dieser Stellungnahme bekannt gegeben wurde, sollte nicht allein betrachtet werden, sondern im Zusammenhang gesehen werden mit Veröffentlichungen, die seit 2011 wahrzunehmen waren. So hatte Max Keiser, ein Wall Street-Kenner, ein sogenannter Insider, und also zum inneren Zirkel gehörend, damals bereits vom schwarzen Schwan geredet. Als solcher gilt etwas aus der Art Geratenes bei der Wall Street, und gemeint war die Bundesrepublik Deutschland. Seinerzeit machte ich ein Video zum Thema BRD wird Weltmacht, die Legende vom schwarzen Schwan. Ebenfalls aus dem Jahre 2011 stammt eine Videoaufzeichnung aus England, auf der unter anderem Giscard d'Estaing seine Auffassung über die künftige Entwicklung der EU zum Besten gab. Er war als damaliger französischer Ministerpräsident maßgeblich am Ausbau der EU beteiligt. Der Titel des Videos fasst den Inhalt gut zusammen. Deutschland braucht die EU nicht. Aus der Traum. Etwa aus der gleichen Zeit stammen die bedrückenden Erfahrungen des Ex-NATO-Oberbefehlshabers Wesley Clark, der neben anderem darüber berichtete, dass die US-Administration den Zeitraum von 10 Jahren nach der Selbstauflösung der Sowjetunion 1990 nutzen wollte, deren wichtigsten Verbündeten nacheinander auszuschalten. Also Iran, Syrien, Libyen, Sudan etc. Das waren die damaligen Verbündeten der Sowjetunion und wie wir heute wissen, kam man seitens der US-Administration den selbstgesteckten Zielen nicht ganz nach. Bis auf den Iran sind 2015 jene ehemaligen Verbündeten der Sowjetunion neutralisiert. Die Rede von George Friedman ist bei genauerer Betrachtung zu entnehmen, dass die USA mindestens ins zweite Glied zurücktritt. Aktuell 2014. Wenn sie nicht ganz von der Bildfläche zu verschwinden droht. Schließlich stellte George Friedman deutlich in Aussicht, dass es in den USA selbst wohl zu Kriegen kommen wird. Stellt sich nun die Frage, was aus der EU, der BRD und oder der NATO werden soll. Auf Victoria Nulands Fuck the EU meinte nun George Friedman Scheiß auf die NATO. Also könnte das heißen, dass die NATO bald ihren Nahtod erfahren könnte. Beziehungsweise der Nahtod der NATO bereits vorhanden ist oder wie auch immer. Wenn dem so ist, steht die EU ebenso vor ihrem Nahtod. Und letztlich auch das letzte von den USA geschaffene Konstrukt der Fremdverwaltung, die BRD. Deutlicher konnte es George Friedman nicht sagen, als er vom Cordon Sanitaire, einem Sicherheitsgürtel, sprach. Denn dieser ist nicht nur gegen Russland gerichtet, bei der Verwendung dieses Begriffs, wie auch der Nennung des Begriffs Intermarium, greift George Friedman sehr tief in die Historie. Das Intermarium ist eine Idee aus den 1830er Jahren, bezieht sich auf ein Großpolen, welches zu Beginn des 16. Jahrhunderts von den Küsten der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichend existierte und einfach nicht aus den Köpfen polnischer Hardliner weichen will. Es gibt solche Leute heute noch. Und nicht wenige. In Polen selbstverständlich. Zwar meinte George Friedman eine Art Staatenbündnis bestehend aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Lettland, Estland und Polen, welches als Block geformt werden soll und offensichtlich die neuen Verbündeten der USA darstellen sollten, doch zeigt sich, wie hier wieder die folgenschwere Kurzsichtigkeit, die als typisch für die USA-Außenpolitik angesehen werden kann. Schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus dem Regentschaftspolen ein Moloch. Polen wollte die Führungsnation einer Ostunion werden und führte mehrere Eroberungskriege gegen alle seine Nachbarn. Das waren die 1920er Jahre. Zum Zwecke des Führens dieser Kriege kam es zu einem Nationalismus, der 1938 darin gipfelte, polnischen Staatsangehörigen diese Staatsangehörigkeit abzuerkennen, wenn sie länger als 5 Jahre außerhalb des Staatsterritoriums sich aufhielten. Hunderttausende wurden in dieser Zeit vertrieben, wozu andersdenkende Polen und alle Minderheiten zählten. Deren Besitz ging nach einer Frist von 5 Jahren über auf den Staat Polen. Sollte diese Idee der USA, die von George Friedman formuliert und
der Öffentlichkeit vorgetragen wurde, Anfang 2014, sollten diese also tatsächlich umgesetzt werden, verschätzen sich die USA aufs Schlimmste. Man sehe sich nur die Stimmung in Ungarn an und deswegen wäre eher wahrscheinlich, dass Ungarn gegen Polen ins Feld zieht, als gegen Russland oder andere. Wie es die USA zu wünschen scheinen. Aus der Rede von George Friedman geht sehr klar hervor, woran sich diese Schaffung des Cordon Sanitaire orientiert. Es sind ältere Ideen aus der Zeit der Splendid Isolation, also der großartigen Zeit Großbritanniens, wo man also sich auf dieser Insel zurückziehen konnte und so seinen Scheiß machen konnte und der Rest ging einem nichts an. Man konnte allerdings überall okkupieren, da war bot sich genügend. Und aus dieser Zeit stammen die vier außenpolitischen Ziele Großbritanniens. Und diese müssen bekannt sein, um die Dimension zu verstehen. Zum einen wollte Großbritannien alle Weltmärsche beherrschen, wozu eine Flotte benötigt wurde, die mindestens doppelt so groß sein musste wie die nächstgrößere. Afrika sollte von Nord nach Süd beherrscht werden, siehe Faschoda-Krise, wo sie sich beinahe mit den Franzosen einen Krieg geleistet hätten, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Kein europäischer Staat sollte über einen Großteil der Küsten des Festlandes herrschen. Hierzu wurde Belgien gegründet, welches gleichermaßen Aufmarschgebiet sein sollte für etwaige Aufmärsche der Truppen des Commonwealth. Günstig gelegen an den Hauptzentren der Montanunion Frankreichs oder eben des Deutschen Reiches damals. Das letzte, der vierte Punkt, sollte die Einkreisung Russlands werden. Dieses letzte der außenpolitischen Ziele, die Einkreisung Russlands, machte eine Eroberung Afghanistans notwendig und hierzu kam es zu einer ganzen Reihe von Kriegen, die 1837 begann und bis heute andauert. Nur als Anmerkung. Immer wieder sind die Briten unter hohen Verlusten von den Afghanen damals vertrieben worden, wobei das Massaker am Khyber-Pass wohl das dramatischste und prägnanteste sein sollte. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, im vierten Afghanistan-Krieg, konnte Großbritannien einen Erfolg verbuchen, der allerdings nicht gesichert werden konnte. Diese Kriege wahrzunehmen ist wichtig, um zu verstehen, wieso die USA dort heute Krieg führen. Dieser gegenwärtige Afghanistan-Krieg ist ein deutlicher Hinweis auf das, was George Friedman in seiner Rede 2014 vortrug. Die USA knüpft nahtlos an das Great Game an. Jenes große Spiel, in dem Großbritannien versuchte, seit den 1830er Jahren Russland einzukreisen. Schon damals gab es einen Krimkrieg. Alles das ist nicht neu. Aus diesem Grunde sei ausdrücklich verwiesen auf die Masse an Ressourcen, welche Großbritannien hierzu benötigte. Jemand musste bezahlen dafür, dass Großbritannien mindestens eine doppelt so große Flotte unterhalten konnte wie die nächstgrößere. Überall in den Kolonien wurden Steuern erhöht, aus Irland wurden Getreide verkauft, während einer der großen Hungersnot, in der von 7 Millionen Iren mehr als 1 Million verhungerten. Selbst der Sultan des Osmanischen Reiches entsandte eine Flotte mit Hilfsgütern, woran heute noch in Irland erinnert wird. Gleichermaßen wurden in Indien auf alles und jedes Steuern erhoben, wodurch es auch zu einer großen Hungersnot kam, und heute vom Victorian Holocaust gesprochen wird, weil ca. 80 Millionen Menschen ihr Leben dort verloren. Aufgrund dieser Hungersnot. Eine weitere Einkommensquelle war der Handel mit Opium nach China, wodurch die chinesische Gesellschaft zusammenzubrechen drohte und deswegen der Kaiser Chinas diesen Handel verbot. Aus diesem Grunde wurde China mit Krieg überzogen, seitens Großbritannien, und es kam zu Aufständen, in denen mehr als 25 Millionen Menschen nochmals ihr Leben verloren. Siehe Taiping-Aufstand. Das war der Preis für die Einkreisung Russlands, welche in dem abenteuerlichen Versuch mündete, die Wrangel-Insel in Besitz zu nehmen. Diese befindet sich nordwestlich der Beringstraße in der Arktis und ist unbewohnbar. Es ist wichtig zu wissen, wie teuer es ist, ein solch größenwahnsinniges Projekt umzusetzen. Eine solche Politik, wie sie sich in der Zeit der Splendid Isolation in Großbritannien ausgedacht wurden und kein geringeres Ziel verfolgte, als Russland einzukreisen, dem größten Flächenstaat der Erde. Heute versucht es die USA erneut und ist offensichtlich schon gescheitert, weswegen die nicht minder idiotische Idee einer Ostunion umgesetzt werden soll in Form eines Intermariums. Aus Staaten soll
dieser Sicherheitsgürtel, dieser Cordon sanitaire geschaffen werden, die noch einige Rechnungen miteinander, untereinander offen haben. Und unnötigerweise werden jene Träume eines Großpolens Vorschub geleistet. Das wird kein Sicherheitsgürtel, sondern eher die Afrikanisierung des Ostens, wo marodierende Warlords und zügellose Mörderbanden sich nach Lust und Laune austoben werden. Das kann man übrigens schon in der Ukraine sehen. Geschichte wiederholt sich und wir hatten das in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg genau so. Heute also soll weiterhin eine Einkreisung Russlands vor sich gehen. Diesmal ausgeführt von den USA, aber unter den Vorzeichen, die Hallford Mackinder Anfang des 20. Jahrhunderts formulierte. Aufgrund der damals vorhandenen geologischen Kenntnisse war bekannt, wie rohstoffreich Russland ist. Somit war es für Hallford Mackinder nicht schwer, in Worte zusammenzufassen, was sich in der von ihm geschaffenen Heartland-Theorie ausdrückt. Sollte eine Macht über längere Zeit auf diesen Rohstoffreichtum zurückgreifen können, verbunden mit dem notwendigen technischen Gewusst wie, lege der Schlüssel zur Weltherrschaft in den Händen dieser Macht. Bei dieser Mackinder-Theorie, als auch der Denkweise der westlichen Welt allgemein, gibt es das Problem, dass man nicht von sich auf andere schließen sollte. Also die britische Attitüde, die US-amerikanische Attitüde sollte man nicht auf jeden übertragen, den es so in der Welt gibt, der Macht ausüben kann. Nur wer so machtbesessen ist und denkt, wie es die Kolonialmächte des 19. Jahrhunderts auslebten, in dessen Händen wäre ein solcher Rohstoffreichtum wirklich ein Mittel zur Erlangung der Weltherrschaft. Ja, es stimmt, dass das zaristische Russland in der Zeit der Napoleonischen Kriege sein Territorium zu Lasten seiner Nachbarn Schweden, Polen, Osmanisches Reich vergrößerte durch Angriffskriege. Ja, es stimmt auch, dass die Formulierung vom kranken Mann am Bosporus in der nachnapoleonischen Ära aus Russland stammt und gemeint war, weiteres Territorium dem Osmanischen Reich abzunehmen, was dann auch geschah. Ja, es stimmt ebenso, dass Stalin, als Russland bereits zur Sowjetunion geworden war, weitere Sowjetrepubliken erobern wollte im Westen. Aber es war auch noch zu Stalins Zeiten eine Abkehr von solchen kriegerischen Eroberungsgelüsten festzustellen, was sich im Wunsch ausdrückte, ein neutrales deutsches Reich inmitten Europa quasi als Puffer zu etablieren. Und das geht uns an. Heute, genauso wie damals, 1953. Und genau das ist es, was angesichts der neuen Ausrichtung der USA und deren neuen Verbündeten wieder auf dem Tisch liegt. Eine neutrale Pufferzone mitten in Europa, damit es nicht zu dem Szenario kommt, welches sich Thinktanks aus den USA herbeisehen und was genauso wie schon in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zur Afrikanisierung des Europas führte. Wenn es heute erneut um die Einkreisung Russlands geht, wie es damals schon in den 1830er Jahren begann, mit dem Great Game, also dem großen Spiel, und diese Einkreisung heutzutage von den USA ausgeht, muss ein Blick auf den amerikanischen Bürgerkrieg geübt werden. Bis hierhin erstmal, weil das wird ein bisschen viel. Also ich meine, die Quintessenz dieses Beitrages zusammenfassen zu können in dem Satz, Geschichte wiederholt sich und wir sind aktuell in der Situation, in der wir in den 20er und 30er Jahren schon waren. Möglicherweise gibt es da noch einen zweiten Teil, weil da soll dann nochmal näher dargelegt werden, warum die USA sich auf dem Rückzug befindet. Das hat auch mit der Waffentechnik zu tun, siehe Slingertron und so weiter. Die wollen also weitreichende Kanonen bauen, die also Projektile in den Orbit schießen können, um dann eben irgendwelche Länder zu beschießen damit. Ich will hier erstmal enden. Bis hierhin erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.